Ja, so Leute, wir gehen mal rein in die ICP-Analysen, die ich hier von dem 100-Liter-Aquarium anfertigen lassen habe. Das ist meine erste ICP-Analyse, die ich mal in Auftrag gegeben hatte. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Werte an. Und zwar, ich habe das Osmosewasser testen lassen und auch das Aquariumwasser. Wir fangen erstmal mit dem Osmosewasser an. Man muss vielleicht dazu sagen, ich habe den Osmosewasser-Nachfüllbehälter gemessen. Ne, nicht das Osmosewasser jetzt sozusagen frisch aus der Osmoseanlage. Das heißt, hier können natürlich noch Einflüsse im Spiel sein, die den Nachfüllbehälter oder die Technik im Nachfüllbehälter betreffen. Halte ich natürlich dann auch für sinnvoller, irgendwo diesen Test. Also fangen wir mal an. Ja, Salinität ist ja sozusagen ja, der Salzgehalt und die Carbonathärte ist beides nicht nachweisbar. Hier N.N nicht nachweisbar. Wieso die das jetzt hier beim Osmosewasser mit Status Rot hier angegeben haben, verstehe ich jetzt nicht, weil ist ja logisch, dass das Osmosewasser quasi keine Carbonathärte und auch kein Salzgehalt hat. Also es ist von daher in Ordnung. So, dann geht es hier los mit den Mengenelementen. Haben wir einmal Chlorid, nicht nachweisbar. Natrium, nicht nachweisbar. Magnesium, nicht nachweisbar. Soweit alles in Ordnung. Schwefel, nicht nachweisbar. Calcium nicht nachweisbar, Kalium auch nicht nachweisbar, Brom, Strontium, Bor, Fluorid, alles nicht nachweisbar, alles in Ordnung. So, dann kommen hier die Spurenelemente und hier fällt natürlich auf der erhöhte Siliziumgehalt. Also das ist quasi Silikat. Na, ich habe jetzt nun schon einen Silikatfilter nachgeschaltet zu meiner Osmoseanlage. Also so ein Mischharzfilter, so ein Reinstwasserfilter im Prinzip. Und ja, aber scheinbar kommt doch noch ein bisschen was durch. Also vielleicht müsste ich den irgendwie nochmal vergrößern. Oder es könnte auch sein, ich habe den jetzt gerade waagerecht angeordnet. In der Beschreibung stand, es wäre auch besser, den halt senkrecht anzuordnen. Vielleicht würde ich das nochmal ändern. Aber es ist hier auch kein Drama, sage ich mal so. Das sage ich gleich mal vorweg, weil das sind hier 270 Mikrogramm. Das sind also hier 0,2 Milligramm pro Liter. Ja, das ist eigentlich auch schon okay, ja. Also sollte natürlich im Osmosewasser nicht auftauchen, aber im Aquarium hinterher wäre es tatsächlich auch okay. Ansonsten Lithium nicht nachweisbar, Iod nicht nachweisbar, Barium, Molybdän, Nickel, alles nicht nachweisbar. So, dann geht es hier weiter. Mangan, Arsen, Beryllium, Chrom, Kobalt, Eisen, alles nicht nachweisbar. Kupfer, Selen, Silber, Vanadium. Nicht nachweisbar. Ja, und hier wird es jetzt komisch. Zink ist nachweisbar. Das ist jetzt natürlich irgendwo ein Problem, wo ich auch nicht so richtig weiß, woran das jetzt liegt. Wie gesagt, ich habe ja das Osmosewasser in dem Nachfüllbehälter gemessen und halt jetzt nicht direkt nach der Osmoseanlage. Das heißt, wir können natürlich Einflüsse aus dem Nachfüllbehälter auch mit eine Rolle spielen. In dem Nachfüllbehälter liegt natürlich die Nachfüllpumpe drin und ein Belüftungsschlauch. Und auf diesem Belüftungsschlauch habe ich vorne eine kleine Edelstahlschraube aufgeschraubt, um den Luftdurchfluss etwas zu verringern. Wie gesagt, das ist eine Edelstahlschraube. Wer weiß, vielleicht ist das die Quelle hier des Zinks. Also diese Schraube, die habe ich jetzt mal entfernt. Mal gucken. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es eine Edelstahlschraube ist, aber wer weiß.
Ich werde beim nächsten Mal dann auf jeden Fall das Osmosewasser direkt hinter der Osmoseanlage mal messen, ob da auch halt noch Zink rauskommt. Das muss ich halt beobachten. So Zinn nicht nachweisbar, nährstofftechnisch, Nitrat, Phosphat, Phosphor alles nicht nachweisbar. Im Osmosewasser ist alles gut. Schadstoffe, Aluminium, Antimon, Bismut, Blei, Cadmium nicht nachweisbar. So wie die restlichen Schadstoffe auch. Und dann schauen wir uns jetzt die Analyse des Aquariums an. So. Geht's hier los mit dem Salzgehalt und der Carbonathärte. Wir haben hier eine Salinität von 32,2. Ideal wäre 35. Ja, könnte also ein bisschen höher. Ist aber immer noch im grünen Bereich. Die Carbonathärte liegt quasi bei 8. Der angepasste Idealwert ist hier immer beschrieben, also im Verhältnis zu dem gemessenen Salzgehalt. Also je nachdem, wie viel Salz in dem Wasser quasi drin ist, ergeben sich auch andere Idealwerte in dem Fall. Und das ist halt hier angegeben als angegebener Idealwert. Also bei dem Salzgehalt oder bei der Salinität von 32,2 PSU hätte ich hier einen Idealwert von 7,5 Carbonathärte und ich habe halt hier knapp 8. Ne? Ist halt ein halbes Grad höher, ist aber immer noch im grünen Bereich. So, dann kommen hier die Mengenelemente. Chlorid im grünen Bereich, also etwas niedriger als der angepasste Idealwert. Natrium, ja, ist fast eine Punktlandung zu dem angepassten Idealwert. Bisschen erhöht. Magnesium auch super. Bisschen erhöht. Also auf jeden Fall nicht zu wenig. Schwefel etwas erhöht, aber immer noch im grünen Bereich. Ja, Calcium ist allerdings zu viel. Also naja, es ist hier so ein geschraffierter roter Pfeil. Das bedeutet, es ist jetzt noch nicht irgendwie schädlich. Aber ist halt schon deutlich erhöht. Also der angepasste Idealwert läge jetzt hier bei 383. Na, wobei ich habe mich halt immer so bei dem Calcium-Magnesium-Tests halt an die Packungsbeilage halt gehalten, was da auch stand als empfohlener Wert. Und da war halt Calcium halt schon empfohlen zwischen, ich glaube, 400 bis 480 oder sowas. Von daher ist es eigentlich genau so ein Wert, den ich auch haben wollte. Bloß halt im Verhältnis zu meinem Salzgehalt, das ist anscheinend dann schon zu viel. Ja, umso besser ist es, wenn man dann doch mal eine ICP-Analyse halt startet. Weil das kriegt man mit den Tröpfchentests alles so gar nicht so genau raus. So, dann Kalium, ganz leicht erhöht. Im grünen Bereich. Brom, fast eine Punktlandung zum Idealwert. Strontium, Bor, auch fast Punktlandung. Fluorid, auch fast eine Punktlandung. So, dann kommen hier die Spurenelemente. Lithiumgehalt, leicht erhöht, aber im grünen Bereich. Silizium, auch super. Fallen tut ja eigentlich nur der Jodgehalt. Der ist halt hier deutlich erhöht. Also Idealwert liege irgendwo bei 59, also knappe 60 und ich bin hier schon bei 95 Mikrogramm pro Liter. Das kann ich mir jetzt allerdings auch erklären, weil ich hatte halt jetzt auch mit der Joddosierung angefangen und habe quasi alle 2 Tage einen Tropfen Jod von Tropic Marin in das Becken halt reingetan und ja, scheinbar ist da einfach auch nicht genug Verbrauch vorhanden. Also werde ich die Joddosierung jetzt auch wieder einstellen. Das ist hier auf jeden Fall eine Erkenntnis. Ja, ansonsten Barium, Molybdän, Nickel, alles in Ordnung. Barium auch eigentlich ziemlich stark erhöht, aber wohl immer noch im grünen Bereich. Na gut. So, dann geht es hier weiter. Mangan,
in Ordnung. Arsen, Beryllium, Chrom, Kobalt, alles nicht nachweisbar. Eisen, recht stark erhöht gegenüber dem angepassten Idealwert, aber wohl noch gut. Also grüner Haken. Kupfer, Selen, Silber, alles nicht nachweisbar. Vanadium, ja, hier geht es jetzt halt los, ne? Vanadium, recht stark erhöht, aber nur der schraffierte rote Pfeil, also ist wohl noch nicht so schlimm. Aber jetzt halt hier Zink. Also Zink ist vor allem jetzt im Aquarium nochmal deutlich höher, als das jetzt hier bei dem Osmosewasser der Fall war. Also beim Osmosewasser hatten wir hier 16 Mikrogramm pro Liter. Und hier liegen wir jetzt bei 28 Mikrogramm pro Liter. Also das sind 26 Mikrogramm pro Liter zu viel gegenüber dem Idealwert. Ja, also Zink ist ja nun erstmal, sagen wir mal, kein Schadstoff. Es ist ja schon, wie gesagt, hier, wenn man jetzt hier hoch scrollt, das ist so ein Spurenelement. Und weiß ich nicht, trotzdem nicht, wo das viele Zink hierher kommt. Der Sache muss ich auf jeden Fall auf den Grund gehen. Und scheinbar ist das auch, wenn der rote Pfeil hier nach oben zeigt, also für die Korallen schon zu viel. Gut, Zinn nicht nachweisbar. Dann kommen die Nährstoffe. Das ist natürlich jetzt hier auch ein Hammer. Ich habe ja die ganze Zeit immer fleißig Tröpfchen-Tests gemacht und konnte eigentlich nie irgendwie großartige Nährstoffe hier in meinem Becken nachweisen. Ich habe einmal einen Testkoffer von JBL Marin und der Sicherheit halber noch einen von Tropic Marin, also zwei verschiedene Firmen, um da einfach die Fehlerquote auszuschließen. Es hieß ja auch mal in den Kommentaren, dass der JBL-Testkoffer nicht so richtig funktioniert für Meerwasser, wobei ich habe extra den JBL Marin halt gekauft. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ich ja immer fleißig Nitrat Plus und Phosphat Plus dosiert, wie ein Geisteskranker, sage ich mal. Nun habe ich es auch hier tatsächlich mal geschafft, ein bisschen Nitrat ins Becken reinzubringen, Status grün. Aber hier Phosphor, Phosphat, hängt ja beides miteinander quasi zusammen. Ist hier mal locker jetzt um, naja, fast ein Zehnfaches zu viel. Also Idealwert lege ich hier bei 0,04 Milligramm pro Liter und ich habe hier schon fast 0,4, also 0,34. Das kann ich mir echt nur so erklären, weil ich ja halt immer die ganze Zeit Phosphat plus ins Becken dosiert habe und das anscheinend mit diesen Tröpfchentests auch nicht richtig gut messbar ist. Ich finde diese Farbskala von den Phosphattests echt immer grauenhaft, also der Farbunterschied zwischen den einzelnen Messstellen ist für mich teilweise gar nicht erkennbar. Und ich kann mir nur erklären, dass es das jetzt davon kommt. Gut, ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass ich den Abschäumer abgebaut habe und das Becken jetzt ohne Abschäumer betreibe. Eigentlich auch genau aus dem Grund, um halt die Nährstoffe in dem Becken zu erhöhen. Ja, nun habe ich es aber hier tatsächlich geschafft, halt diesen Wert hier, ja, komplett durch die Decke, dass er komplett durch die Decke jetzt geschossen ist, ne? Das muss ich jetzt natürlich was gegen tun. Geht eigentlich nur in Form von jede Menge Wasser wechseln. Gut, schauen wir mal weiter. Schadstoffe, Aluminium. Eigentlich auch ziemlich stark erhöht der Wert gegenüber dem angepassten Idealwert. Also auf jeden Fall ordentlich Aluminium nachweisbar. Sagen wir mal so. Trotzdem scheint das in Ordnung zu sein. Grüner Haken. So, dann Antimon, Bismut, Blei, Cadmium, alles nicht nachweisbar. Und auch der Rest. Lanthan, Thallium, Titan, Wolfram und Quecksilber nicht nachweisbar. So, dann gibt es hier unten noch eine Empfehlung. Zusatzanweisung. 3x20% Wasserwechsel mit natürlichem Salzwasser oder Absolut Ocean. Wöchentlicher Turnus. Gut.
Also einmal habe ich den Wasserwechsel jetzt direkt schon gemacht natürlich. Jetzt am Wochenende steht wieder der nächste Wechsel an. Das Absolut Ocean oder natürliche Salzwasser von ATI verwende ich jetzt nicht. Ich habe das Tropic Marine Pro Reef Salz, was aber natürlich auch einige Werte etwas erhöht hat, ne? Weil das Pro Reef Salz ist ja halt auch darauf ausgelegt, dass die Korallen gleich, also so quasi auch gleichzeitig eine Versorgung bekommen. So also leicht erhöhte Werte, sage ich jetzt mal, der ganzen Spurenelemente drin. Und da ich jetzt ja noch nicht so viel Besatz habe oder meine Korallen noch relativ klein sind, kann das natürlich auch ein Problem sein, sage ich jetzt mal so, dass zumindest so manche Werte eher erhöht sind als zu niedrig. Also vielleicht muss ich da auch mal über ein anderes Salz nachdenken. Ich schau mal. Ja, ich werde dann jetzt also diese Wasserwechsel erstmal durchführen und werde, wenn die drei Wasserwechsel durch sind, auf jeden Fall auch noch mal eine neue ICP-Analyse in Auftrag geben und dann schauen wir mal, wo wir dann landen. Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Zu sehen gab es jetzt diesmal hier grafiktechnisch nicht so viel. Aber ich hoffe, es war für euch trotzdem mal interessant, so eine ICP-Analyse mal mit mir durchzugehen. Am Beispiel meines 100-Liter-Aquariums und meinem Osmosewasser. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut. Ciao.